Welcome to the Entrepreneur University Podcast. Come and listen to the stuff of what great personalities are made of. Learn from the biggest and best entrepreneurs, experts, and visionaries of our time. Greatness is not this wonderful, esoteric, God-given feature that only a special few of us will ever take. It's something that truly exists in all of us. So are you ready to become the best person you can be? So, ladies and gentlemen, welcome back zum Podcast der Entrepreneur University. Mein Name ist Robin. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und heute haben wir einen Interviewgast. Ich glaube, den versuche ich seit mittlerweile fast einem Jahr, glaube ich, gefühlt, hier in diesen Podcast zu bekommen. Und heute ist der Tag der Tage, denn wir haben die Ehre, mit Philipp Schröder heute zu quatschen. Und entstanden ist das vor, wie gesagt, einem halben, dreiviertel Jahr, wo ich die Ehre hatte, mit Lars Hinrichs zu sprechen, so dem deutschen Mark Zuckerberg, würde ich behaupten, dem Gründer von Xing. Und der hat gesagt, Robin, einen musst du unbedingt in deinen Podcast holen und das ist Philipp. Versuch den doch mal hier in Hamburg anzutreffen und noch spontan mit ihm ein Interview zu machen. Gesagt, getan, es hat leider kurzfristig nicht geklappt, hat sich dann jetzt immer ein bisschen gezogen, weil wir beide ja viel zu tun hatten, aber jetzt, wie gesagt, ist der Tag der Tage da und ja, ich freue mich, dich dabei zu haben, Philipp, welcome to the show und bist du ready und hast du Bock? Ich bin ready, ich habe Bock und auch ein bisschen was wieder gut zu machen, insofern freue ich mich, dass ich da sein darf. Ja, was gut zu machen hast du auf gar keinen Fall. Wir sind dankbar, dass du da bist und ich habe noch gar nichts über dich erzählt. Ich würde das jetzt versuchen, einigermaßen elegant für dich zu tun, dich aber bitten, dass danach, weil du das viel, viel besser natürlich kannst, über dich selbst auch nochmal was zu sagen. Vorneweg, Philipp ist aktuell oder war Geschäftsführer der Sonnen GmbH, mittlerweile beratend tätig nach dem Exit. Die haben Batterien hergestellt, mit denen Hausbesitzer den Strom speichern konnten, den sie über ihre Photovoltaikanlagen produzierten und über die Sonnen-Community ja, die Kunden ihre überschüssige Energie mit anderen Menschen teilen konnten. Ein Konzept, das weltweit bei umweltbewussten Nutzern ankam und ja, das schwäbische Startup konkurriert mit Marktführern wie RWE, E.ON, LG Chem, Cinec und will diese nach eigenen Aussagen platt machen, habe ich in irgendeinem Zeitungsinterview mit dir gelesen. Und das zweite Startup, mit dem du aktuell, glaube ich, überwiegend operativ auch beschäftigt bist, ist CapInsight. Da muss ich mich gleich nochmal ein bisschen abholen, was ihr da macht. Ich sehe nur mittlerweile über ein Jahr am Start schöne Umsätze mittlerweile und über 40 Mitarbeiter, das Ganze in ja, knapp über einem Jahr. Und ihr beschäftigt euch mit kostenlosen Online-Fonds-Infos. Auch spannend zu wissen, und dann gebe ich das Wort an den Mann der Stunde ab, ist, dass Philipp Schröder bei Elon Musk gelernt hat, denn Philipp war ja einst Deutschland- und Österreich-Chef von Tesla und lustigerweise mit der Sonnen GmbH ja ein Stück weit auch dann Konkurrent seines ehemaligen Arbeitgebers, die auch Hausbatterien angeboten haben. Deswegen, Philipp, ich hoffe, ich konnte so ein bisschen elegant dich jetzt introducen, was du so machst und die Community abholen. Jetzt ist the stage yours. Erzähl uns ein bisschen was zu dir. Gib uns ein bisschen Farbe zu deiner Origin Story. Was machst du aktuell genau mit CapInsight? Was ist da das Geschäftsmodell? Und wie war so dein Werdegang in diese ganze Startup-Welt? Ja, Robin, vielen Dank für das sehr ausführliche Intro. Also erstmal, ich selber habe früher mal Jura und BWL studiert, habe das aber nie fertig gemacht, habe dann sehr, sehr früh mein erstes Startup gegründet und seitdem kann man schon sagen, dass ich so ein bisschen süchtig geworden bin, weil ich glaube, das ist eine sehr privilegierte Generation, in der wir als Unternehmer tätig sein dürfen, nämlich in einer Generation, die in der Lage ist, mit relativ überschaubarem Aufwand daran mitzuwirken, wie neue Geschäftsmodelle entstehen. Und das habe ich jetzt, wie du gesagt hast, bei Tesla einmal erlebt. Insbesondere diese Exposure bei Elon war natürlich in jeder Hinsicht bemerkenswert. Auf der anderen Seite natürlich auch nochmal gelernt, dass eben neben der technologischen Entwicklung auch die Art und Weise, wie wir kommunizieren, sich ja total verändert und daraus auch wiederum Geschäftsideen entstehen. Das war dann auch bei Sonnen ganz, ganz stark so, dass wir da eigentlich was gemacht haben, was wirklich vor uns noch nie gemacht hat und das sehr erfolgreich und das aus,
aus dem bayerischen Schwaben heraus bis nach Australien, in die USA. Und jetzt beschäftige ich mich wieder mit was Neuem. Das heißt, ich habe so eine Grundregel, auch wenn ich sie eigentlich nicht als Regel lebe, aber irgendwie scheint es so zu sein, dass ich alle 3 Jahre fängt bei mir eine neue Idee an. Und die Idee, an der ich jetzt arbeite, ist eigentlich ganz einfach, nämlich dass insbesondere wir Deutschen sehr, sehr, sehr zurückhaltend sind als Investoren und als Anleger. Das heißt, das Problem ist einfach beschrieben. Ein Belgier, ein Italiener, ein Franzose, die haben geringere Einkommen als die Deutschen, aber sie haben höhere, deutlich höhere Vermögen. Und der einzige Grund, warum das so ist, ist, weil sie investieren von früh an in Aktien, in Anlagen. Und wir Deutschen machen das halt nicht, wir sind halt eher Sparer. Und mich persönlich hat auch interessiert, warum das so ist. Und ich habe auch selber mal versucht zu investieren. Und man kommt ganz schnell darauf, dass im Investmentbereich ein unglaubliches Informationsdefizit, also eine Asymmetrie zwischen Informationszugang und eben auch keinem Zugang besteht und auch, dass sehr, sehr gute Produkte oft gar nicht im Bankenvertrieb landen. Das heißt, es gibt in Deutschland 40.000 Investmentprodukte, die zugelassen sind, die also jeder von uns im Grunde erwerben könnte oder sich beteiligen könnte. Und davon sind natürlich immer nur einige Dutzend in meiner eigenen Bank vertreten. Deswegen war die Idee, und mit der sind wir jetzt seit einem Jahr am Start, ganz einfach, dass wir Technologie nutzen, um Informationen über Investmentprodukte, also einmal Preisdaten, vergleichbar zu machen, ganz einfach im Vergleichsansatz, aber auch unsere Bots, die wir haben, die beginnen auch oder haben schon begonnen damit, Informationen im ganzen Web zu bestimmten Investments zusammenzutragen, von Blogs über Wirtschaftspresse und dazu beizutragen, dass ich als Normalverbraucher, aber auch als Profi in sehr kurzer Zeit wesentlich bessere Investmententscheidungen treffen kann. Und das ist jetzt mein neues Startup, in kurz gesagt. Das heißt, wir versuchen auch technologiebasiert Entscheider in kurzer Zeit die bestmöglichen Informationen zu beschaffen, um eben an dieser Opportunität in der Investmentwelt teilhaben zu können. Und die finanzieren ja auch zum Beispiel dann Startups wie Sonnen oder große Innovationen wie zum Beispiel Facebook oder Amazon. Und wir finden, das sollten mehr Leute tun. Und auf der anderen Seite gibt es ja auch keine Zinsen mehr. Und das ist jetzt genug zu Cap Insight. Aber da an diesem Projekt arbeite ich jetzt mit 40 Mitarbeitern und wir haben über 100 Millionen über die Plattform auch schon abgewickelt. Das heißt, wir sind da auf einem guten Weg. Super spannende Story und ich glaube auch super spannendes Geschäftsmodell. Ich selbst bin einer dieser Menschen, die bislang da auch so gut wie gar nichts gemacht haben im ganzen Aktienmarkt, weil mir tatsächlich auch die Informationen fehlen. Also ich bin auch erst in Anführungszeichen Mitte 20 und hatte bislang auch andere Herausforderungen. Aber tatsächlich habe ich mich auch aufgrund dieser für mich gefühlten Informationslücke nie so richtig in dieses Thema reingetraut. Deswegen geil, dass ihr euch drum kümmert. Jetzt hast du gesagt, dass schon mehrere Millionen, 100 Millionen sogar schon über eure Plattform abgewickelt worden sind. Wie finanziert ihr euch denn? Also was ist denn euer Geschäftsmodell? Heißt, ihr habt da eine zwischengeschaltete Provision oder was ist der Business Case dahinter? Der Business Case ist noch relativ simpel, nämlich dass jemand, der ein Investmentprodukt hat, das kann also ein in- oder ausländischer Fondsmanager sein, vom Private Equity Investment bis hin zu normalen, in Anführungszeichen, liquiden Aktienfonds, dass der sich mit Educational Content bewerben kann um die Aufmerksamkeit unserer Community. Das heißt, unser Bot baut für jeden Nutzer einen Newsfeed. Das heißt, wenn du dich selber bei uns anmeldest, kannst du sagen, was sind deine Interessen? Und dann baut dir dein Bot einen Newsfeed, der dich informiert hält zu den Themen, die dich interessieren. Und auf diesem Newsfeed kannst du, wenn du durch uns geprüft worden bist als Fondsmanager und unser Kunde wirst, die Aufmerksamkeit unserer Nutzer bekommen, allerdings auch nur dann, wenn eine bestimmte Grundsumme an Nutzern dich interessant findet. Das heißt, diese Relevanzsystematik, die kann man nicht ausschalten und auch die Vergleichssystematik auch nicht. Das heißt, die Vergleiche, die wir fahren und auch die Inhalte, die wir fahren, die müssen immer standhalten, dass zum Beispiel eine bestimmte Peer Group, also eine Nutzergruppe bei uns, das Thema auch wirklich spannend findet. Aber darüber generieren wir Werbeumsätze, allerdings nicht mit Bannerwerbung oder mit irgendwelchen schaukelnden Kindern in der Abendsonne, die da irgendwie Clips abgespielt werden, wie man das aus dem Fernsehen kennt, sondern da geht es in der Regel darum, dass wir den Fondsmanager, der das Investment verantwortet, in seiner Bio vorstellen und auch die Anlagestrategie erklären. Und darüber verdienen wir unser Geld. Teilweise ist es auch so, dass wir an den Inflows beteiligt werden. Allerdings sind diese Beteiligungen immer gleich, egal wer der Fondsmanager ist, sodass wir nie eine Situation haben, wo wir mehr Interesse haben
an einem Produkt, sondern wir sind immer unabhängig und versuchen da sehr transparent zu sein. Okay, sehr cool. Okay, verstanden. Habt ihr für die Nummer Geld gebraucht oder ist das aus eigenen Ressourcen innerhalb von einem Jahr gebootstrapped auf über 40 Leute? Kann ich mir schwer vorstellen, weil das für mich irgendwie utopisch klingt. Aber erzähl mal ein bisschen was dazu. Habt ihr Geld gebraucht am Anfang? Hast du es selbst reingeschossen oder wie kam die ganze Nummer Cap Insight an den Start? Das ist so, also ne, da gibt es immer, das kann man ja hier in so einer Gründerrunde oder in einer werdenden Gründerrunde mal sagen, es gibt ja immer die Hochglanzgeschichte und dann gibt es die Wahrheit. Die Hochglanzgeschichte ist natürlich die, dass wir uns das alles ganz strategisch überlegt haben und das am Reißbrett geplant haben. Die Wahrheit ist natürlich die, dass wir viel Geld gebraucht haben. Wir haben aufgesetzt auf einer Firma, die es schon gab, haben die umstrukturiert, haben da auch Gesellschafter rausgekauft, das Geschäftsmodell umgestellt. Das heißt, in Wahrheit haben wir jetzt auch schon über 3,5 Millionen dafür in das Geschäft investieren müssen. Das haben wir zu einem Großteil selbst gemacht. Das heißt, meine Managementpartner Micha und Achim und ich haben einen hohen 7-stelligen Betrag gemeinsam gestemmt und der Rest kam in der Seed-Runde zusammen. Das heißt, wir sind jetzt gerade in dem Bereich, wo wir Richtung Series A gehen, aber wir haben Mittel gebraucht und insbesondere für die Technik, die wir aufbauen im Hintergrund, wäre das auch aus unserer Sicht anders nicht möglich gewesen, weil wir da schon ziemlich aufwendig Daten beschaffen, aggregieren und über Algorithmen auswerten und alleine die Developer-Kapazitäten dafür zu bekommen, das ist momentan nicht so einfach. Okay, cool. Ja, dann an der Stelle vielen Dank für deine Transparenz. Jetzt würde es mich trotzdem wahnsinnig interessieren, weil ich da zugegebenerweise, das will ich gar nicht verhehlen, selbst bislang die größte Challenge hatte, und zwar an einem Punkt zu kommen, wo du auf einmal doch ordentlich Mitarbeiter hast und dann Struktur zu schaffen, klare Verantwortungsbereiche, sauber funktionierende Workflows und so weiter und so fort. Wie hast du es als Geschäftsführer, der meiner Meinung nach da auch für verantwortlich ist, dass so ein Zahnrad ins nächste greift, es geschafft, dass die Strukturen ja innerhalb von kürzester Zeit mit 40 Menschen super funktionieren, wenn sie das tun. Genau. Also erstmal spielt bei sowas tatsächlich Erfahrung leider eine große Rolle. Das heißt, ich habe ja, ich habe mein erstes Startup aufgemacht mit 23, war dann bei Sonnen und habe da vor Tesla schon die Early-Stage-Phase mitgemacht, so bis 50 Mitarbeiter. Dann bei Tesla von 0 auf 180 Mitarbeiter aufgebaut, den deutschen Markt. Und dann bei Sonnen quasi wieder eingestiegen als Geschäftsführer und habe da auch die Internationalisierung verantwortet. Also genau das, dass wir eben auch Produktionsstätten in Australien und in USA eröffnet haben und die Marktseite und auch das ganze Hiring, der Service, was da dran hängt, also bis zu 700 Mitarbeiter für Sonnen auch aktiv waren und das innerhalb sehr kurzer Zeit. Das heißt, Erfahrung spielt eine ganz wichtige Rolle und ich glaube, die entscheidende Frage, die man sich stellen muss oder das, was das Management-Team hinkriegen muss, man muss sich gerade bei einem Startup, was sich dynamisch entwickelt, eingestehen, dass eigentlich alle 90 bis 180 Tage, gerade ganz früh, wenn die Entwicklung sehr schnell ist, sich die Rollenbeschreibungen schnell ändern. Das heißt, wenn du quasi mit 10 Mitarbeitern gerade noch bootstrappst, dann hast du ganz andere Kommunikationswege und auch ganz andere Rollenbeschreibungen, als du sie jetzt zum Beispiel 10 Monate später hast mit 40 Mitarbeitern. Und ich glaube, das Wichtigste ist diese Erkenntnis. Ne? Es gibt also auch bei uns im Management-Team von 3 ist es nicht so, dass wir angefangen haben und gesagt haben, einer ist jetzt der CFO, das ist zwar einer, und der macht nur das, das und das, sondern wir versuchen wirklich immer wieder zu erkennen, what's best for the business, jetzt in den nächsten 90 Tagen. Das ist so eine Zielgröße, die wir haben. Und von dort aus werden auch dann Orga-Charts einfach umgeschmissen. Ne? Das heißt, wir merken dann, wir haben so 3, 4 große Projekte und gucken, wer ist dafür am besten geeignet. Und nicht nur in der Geschäftsführung, sondern auch eben darunter. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Eigenschaft, dass man da flexibel bleibt und immer versucht, auch in der Geschäftsführung nicht an Hierarchien oder an Organigrammen festzuhalten, sondern wirklich hammerhart in der Lage ist zu analysieren, what's best for the business und daher abzuleiten und die Ressourcen rigoros auch umzuschichten. Das muss natürlich ein Team auch mittragen. Ne? Das heißt, man muss dafür unglaublich viel werben und viel, viel sprechen und kommunizieren. Ja, super spannend. Also auch diese Zielsetzung immer so auf 90 Tage machen wir ähnlich. Also wir haben es auch mittlerweile so, dass wir die Unternehmung in Teilbereiche gegliedert haben, bei uns sind es 4 Stück.
Und dass wir uns dort in den Teilbereichen immer ein Oberobjective definieren und abgeleitet von diesem Objective immer Key Results für uns festlegen. Das dürfen nie mehr als 5 sein. Und dass wir da den Fokus haben in dem jeweiligen Unternehmensteilbereich. Und das auch immer auf 3 Monate, also immer quartalsweise. Wir gehen nie mehr länger als irgendwie ein Jahr, also als 3 Monate. So gemerkt, dass wenn wir uns Jahresziele setzen, dass das irgendwie gefühlt übermorgen genau komplett anders aussieht. Finde ich super spannend. Wie ist es denn von der Kommunikation bei euch? Arbeitet ihr mit Tools, die eine Zusammenarbeit deutlich effizienter gestalten? Kannst du uns da Tipps geben? Oder habt ihr eine coole Meetingstruktur, die du mit uns teilen möchtest? Also was sind so Produktivitätstools, um mit seinen eigenen Mitarbeitern, vielleicht auch mit Dienstleistern und so weiter, echt PS auf die Straße zu bekommen? Ja, also ich habe leider noch keine Secret Sauce, wo man sagen kann, das ist eine Methode, wenn man die anwendet, wird alles super. Ich denke, dass die Methoden viele sind und dass am Ende der entscheidende Maßstab der sein muss, du brauchst ein Buy-in vom ganzen Team. Also ich glaube, wenn du die besten Methodiken hast, die besten Tools, solange du nicht deinem Team erklärt hast, was sie machen und warum sie das machen, und das Warum auch angenommen wird, dann hast du ohnehin ein Problem. Das heißt, der erste Tipp ist, einmal wirklich das Buy-in auf das Why, wie man Neudeutsch sagt, zu bekommen, dass die Leute verstehen, wo die Reise hingeht und warum jeder Schritt so wichtig ist. Danach gibt es dann eine ganze Reihe von Themen, die wir machen oder die ich gut finde. Das eine ist, wir haben natürlich ein Scrum-Management. Das heißt, der Scrum-Manager ist aus unserer Sicht ganz wichtig. Der muss in der Lage sein, auch dieses Why erklären zu können. Das heißt, er kann nicht einfach nur so einen Prozess abschleifen, sondern der muss in der Lage sein, auch das Buy-in wiederzuholen, um dieses Scrum-Management über Dienstleister, innere Hierarchien, Management-Ebenen und operative Ebenen hinweg effektiv zu machen. Das zweite ist, dass man ein Tool haben sollte, mit dem man arbeitet. Das ist, glaube ich, einfach zu verstehen, aber in der Auswahl und bei der Kakophonie an Tools, die es heute gibt, auch gar nicht so einfach. Wir machen das mit Slack, sind damit ziemlich zufrieden, aber auch da hängt davon ab, dass einfach alle mitmachen. Es gibt so ein paar kleine witzige Regeln, die wir auch bei Tesla hatten und ein paar davon kommen auch von Elon. Das heißt, eine Regel, die ich mitgenommen habe von Elon, war, wenn man im Meeting sitzt, gerade bei einer kleinen Organisation in der Startup-Phase, dass man in dem Moment, wo man länger als 10 Minuten nicht beitragen kann oder keinen Mehrwert zieht, dass man einfach aufsteht und geht und das auch mitgetragen wird. Das heißt, dass man quasi den Mitarbeiter in die Bringschuld bringt, sich zu entziehen von Meetings oder auch von Aufwendungen, die ihm keinen Mehrwert bringen oder dem Unternehmen oder beides im schlimmsten Fall nicht bringen. Und das ist etwas, was wir auch machen. Das heißt, dass wir wirklich versuchen, dass jemand dann sagt, okay, Leute, bei dem Thema bin ich raus, ich kann dir keinen Mehrwert bringen, dass man geht, dass man eben nicht diese Meetingzeit verloren hat. So, und ich glaube, wenn man, da gibt es noch mehrere andere Themen, auch ethische, über die man sprechen kann, aber in 5 bis 10 Minuten erklärt, wären das so meine Top Takeaways, ne? Also das Why, das Mittragen, das Verstehen, warum man in den nächsten 90 Tagen was ganz Bestimmtes tun muss und auch eben diese Fähigkeit, das auf alle operativen Ebenen umzulegen, die ist extrem wichtig und da gibt es wahrscheinlich noch viel, viel gute Ideen, die ich jetzt gar nicht genannt habe. Super spannend auch irgendwie ja, das Ding mit Elon, einfach aufstehen und gehen, werde ich auch mal überlegen, inwiefern wir das für uns umsetzen können. Jetzt hast du Elon Musk angesprochen und die Zeit bei Tesla, über die ich natürlich auch gerne mit dir sprechen wollen würde. Gibt es eine besondere Begegnung mit Elon, die du hattest, wo du gedacht hast, boah, ja, krass, kein Wunder, dass der Mensch da ist, wo er ist. Oder ist das am Ende des Tages auch nur ein Mensch wie wir alle, der mit Wasser kocht, wie wir alle auch? Ich würde sagen, er ist, also ich bin immer noch ein Elon-Fan, aber ich sehe ihn auch kritisch. Aber ich kann ja vielleicht mal das sagen, was, glaube ich, exciting ist über ihn oder was irgendwie cool ist oder auch in meiner Phase total inspirierend war, ist einmal dieser unglaubliche Arbeitsethos. Ne? Das heißt, er ist besessen von seinen Ideen. Wo ich aber auch mittlerweile mir die Frage stelle, ob man das 2 Jahrzehnte lang sein kann, ohne dass man krank wird. Aber er ist auf jeden Fall, er ist sich sehr bewusst darüber und hat uns immer bewusst gemacht, wenn du 2 gleich gute Teams hast, dann geht es eigentlich nur um den Faktor Zeit. Das heißt, und auch mit dem höheren Output den Vorsprung erkaufen musst gegen den Wettbewerb,
der wettbewerbsfähig ist. Also wenn du einen Wettbewerber hast, der nicht wettbewerbsfähig ist, ist es sowieso egal. Ja. Entscheidend sind also die auf einem ähnlichen Level unterwegs sind wie du. Und dort gibt es zwei Faktoren. Und das ist einfach, dass man mehr schafft in kürzerer Zeit. Und um das zu erreichen, braucht man in der Regel auch viel Geld. Und dadurch kann man den Wettbewerb verzerren. Und das tut er halt sehr gut. Das heißt, wir haben auch bei Tesla 80, 90 Stunden ist da normal, auch auf der unteren Arbeitsebene. Davon hat die Firma profitiert, weil eben dieser Change so schnell passiert ist. Das kann ein Konzern gar nicht. Und das ist ein Wettbewerbsvorteil. Und das andere ist natürlich die Investorengelder. Das heißt, das habe ich mir auch zu eigen gemacht. Also eben diese Erkenntnis, heute fressen nicht mehr die Großen, die Kleinen, sondern die Schnellen, die Langsamen. Und da wirklich militärisch umzusetzen und da auch so eine gewisse Brutalität in diesem Ansatz zu verfolgen, das habe ich auf jeden Fall mitgenommen und das ist extrem effizient. Das ist so militanter Silicon Valley-Stil einfach. Aber es gibt auch viele Aspekte, wo ich habe ihn öfters getroffen. Ich habe ihn auch vom Flughafen abgeholt, wenn er mit der Privatmaschine gelandet ist und er auch mal mit verkräuselten Haaren da auf dem Boden lag bei uns im Büro und erstmal gepennt hat und dann wieder aufstand. Er ist ein unglaublich anstrengender Micromanager. Das heißt, er muss immer alles wissen, wenn man ihn um sich rum hat. Das kann auch sehr anstrengend sein. Also er ist ambivalent, und man kann, glaube ich, Stunden mit ihm füllen. Also wenn du eine spezifische Frage hast, beantworte ich die gerne, aber ich glaube, die Zeit wird bei uns nicht ausreichen, um seine ganzen Facetten zu schöpfen. Ich kann sagen, ich bewundere ihn nach wie vor. Würde aber nicht längerfristig für ihn arbeiten wollen. Krass, geile Aussage und danke, dass du die mit uns so offen teilst. Aus welchem Hauptgrund würdest du nicht mit ihm zusammenarbeiten wollen? Weil deine persönliche Entwicklung für ihn gar keine Bedeutung hat. Das heißt, das musst du dir so vorstellen, jede Kohorte junger Menschen wird auch ein Stück weit dafür benutzt, das finde ich auch legitim, aber sie wird dafür benutzt, um quasi die Aufgabe ist, liebe Jungs, hier ist euer Wanderstab und da oben auf dem Himalaya sollt ihr bitte hochrennen und das in 2 Stunden. Wer Lebenserfahrung hat, weiß, dass das nicht klappen kann. Die jungen Leute tun das. Und dann schickst du eine Kohorte hoch und die schafft es natürlich nicht ganz hoch, aber wenn die verbrannt sind, schickst du halt die zweite Kohorte rein. Warum? Weil du vor der Tür unglaublich viele ambitionierte, profilierungssüchtige junge Leute hast und die werden dafür auch ein Stück weit missbraucht. Das ist auf der einen Seite genial, weil du halt ganz schnell, also wirklich viel, viel schneller als jeder Wettbewerber in der Lage bist, Dinge im Markt zu bewegen. Die gucken sich nur noch um und fragen sich, wie konnte das funktionieren? Aber auf der anderen Seite ist es eben so, dass das Interesse, seine Interessen nicht aligned sind mit seinen Top-Performern. Und das siehst du auch um den Vorstand drumherum. Da gibt es unglaublich hohe Fluktuationsquote, weil am Ende Human Resources quasi sind wie so eine Tankfüllung. Ja, die wird da reingehauen und wird durchgeschrubbt und dann kommt die nächste. Und ich mag Unternehmen natürlich lieber, insbesondere ich baue auch lieber in Unternehmen, wo ich eine Symbiose schaffe zwischen den Interessen des Unternehmens und den Interessen der Mitarbeiter. Das heißt, ich nehme deine Zeit für mein Unternehmen in Anspruch, bin aber sehr wohl bereit und auch interessiert daran, dich dadurch weiterzuentwickeln, einmal als Asset für die Firma, aber auch damit ich dich langfristig halte. Und das fehlt mir bei ihm total und das entspricht mir viel lieb mehr. Ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht und habe Top-Mitarbeiter entwickeln dürfen, die heute in wirklich krass geilen Positionen für Sonnen oder auch für Tesla unterwegs sind. Und das ist der Hauptgrund. Also es gibt keine Leistung zwischen dem Unternehmen einfach, das macht mir nicht so viel Spaß, ja. Das ist nicht so schön. Ja, voll krass. Und ich habe noch nie solche Insights bekommen, was jetzt bei Tesla und Co. abgeht. Deswegen war ich jetzt ganz still, ganz gespannt zugehört. Finde ich krass. Und nochmal danke für die Transparenz und Offenheit, das da so ja öffentlich auch preis- und kundzugeben. Dann würde ich mich mal interessieren, wie du überhaupt zu dem Job bei Tesla gekommen bist. Ich habe das Gefühl, danach jetzt will sich jetzt nicht unbedingt jeder bewerben bei Tesla, aber trotzdem interessiert es mich natürlich, wie wird man der Auserkorene, ich meine, Deutschland, Österreich ist ja kein kleiner Markt oder so, das ist ja eine hohe Verantwortung, die man da kriegt. Eine der tragenden Verantwortungen aus meiner Wahrnehmung rund um so einen riesen Company.
Wie wird man dafür auserwählt, ja, einfach Geschäftsführer von Deutschland und Österreich bei Tesla zu werden? Also erstmal muss ich einschränken, dass ich überhaupt nicht abrate davon, bei Tesla zu arbeiten. Ganz im Gegenteil, man sollte sich aber überlegen, was man will, ne? Also um da Erfahrung zu sammeln, da mal 1, 2 Jahre zu investieren, von mir aus auch 3, das ist absolut fein und sicherlich eine extrem gute Ausbildung. Deswegen, ich bereue das null. Nach einer bestimmten Zeit hat es halt für mich aus den genannten Gründen nicht gepasst. Wie kommt man zu so einem Job? Bei mir war es tatsächlich so, dass ich angesprochen worden bin über LinkedIn. Ich hatte also einfach von dem Recruitment-Team von Elon, weil die nicht extern recruiten, sondern das zumindest zu meiner Zeit immer intern gemacht haben, eine Mail im Kasten. Und ich habe auch die Logik später verstanden. Damals habe ich gedacht, man hat sich geirrt. Also ich habe gedacht, es gibt bestimmt einen Philipp Schröder bei Mercedes oder so, den die jetzt für Deutschland abwerben wollen, weil Deutschland ist ja schon aufgrund der Autobahn und der Premium-Marken aus Deutschland einfach ein wichtiger Markt. Der war auch oft hier, so oft extra eingeflogen und hat hier Pressearbeit gemacht und sich engagiert, weil nun mal die Autobahn das Maß aller Dinge ist im Premium-Bereich und die Deutschen halt hier sitzen. Wenn man es hier schaffen kann in Deutschland auf der Autobahn gegen die deutschen Wettbewerber, dann hat man es geschafft und das sehe ich auch heute nach wie vor so. Aber ich bin tatsächlich da, ich bin gewählt worden, weil man gesucht hat nach einer Person, weil man gesucht hat nach einer Person, die keine Fahrtabhängigkeiten hat. Das heißt, man wollte absichtlich niemanden haben von Mercedes oder BMW. Und ich glaube, das war der Grund, warum ich überhaupt dann in diesen Filter gefallen bin und dazu kam. Und es hat auch ungefähr 3 Monate gedauert, bis man sich so weit kennengelernt hatte, dass man zu der Entscheidung kam, dass ich es dann auch mache. Ja, aber also in Hindsight, also rückblickend, verstehe ich immer mehr, warum sie mich genommen haben, weil ich jung war, weil ich schonungslos war, weil ich extrem motiviert war und eben nicht über die Obstacles nachgedacht habe, sondern nur über die Opportunität. Damals habe ich tatsächlich gedacht, dass es irgendwann auffliegt und dass sie begreifen, dass sie da irgendwie nur den kleinen Philipp Schröder erwischt haben. Aber es war natürlich deshalb umso spannender, den Vorstand zu treffen, das Model S zu fahren, als es in Deutschland noch keiner kannte und nach in Silicon Valley zu kommen und das alles live zu erleben. Ja, spannende Story. Wer sagt dann final, go, Philipp, wir machen's? Kommt dann so eine Nachricht von Elon Musk direkt oder ist das jemand anderes? Das kommt direkt von ihm. Nee, nee. Also wir haben auch direkt ihn, also wir haben auch eine Zeit, bei Tesla ist ein halbes Jahr sehr lang, aber wir haben auch so, ich glaube, knapp ein Jahr lang haben wir Country Directors, also die Länderchefs, auch offiziell an ihn berichtet. Das heißt, es ist schon so, dass man auch, also meine Reports jede Woche gingen an ihn. Und die Nachricht, also die Freigabe kommt auch von ihm, ne? Also es gibt natürlich ein HR-Department und es gibt auch andere Interviewteilnehmer, mit denen man dann spricht, aber das finale Okay kommt von ihm, ja. Okay, Also krass. kam damals, ne? Ob das heute noch so ist, weiß ich nicht. Okay, krass. Also das Gefühl ist da, dass er doch sehr, sehr, sehr viel, auch wie du eben gesagt hast, im Micromanagement selbst noch operativ tätig ist. Definitiv. Manchmal war das auch gut. Ja, also in der Anfangsphase war es überwiegend gut, weil er dir halt in einer relativ großen Organisation, die Tesla auch schon 2013 war, einfach die Durchschlagskraft gegeben hat, die er einfach hat. Ne? Genau. Aber heute ist es manchmal vielleicht nicht mehr so gut. Ich will gar nicht mehr so viel über Elon Musk sprechen, sondern auch mehr dich wieder in den Vordergrund stellen. Trotzdem würde es mich interessieren, weil du halt so nah dran warst und ich noch niemanden gesprochen habe, der so intensiv da einfach an dem Geschehen dran war. Elon Musk ist ja einer der Identifikationsfiguren, so wenn man in den Unternehmerpersönlichkeiten so reinschaut. Ist das ein Vorteil für eine Company, so eine Identifikationsfigur zu haben? Und wenn ja, warum? Und dann vielleicht noch direkt dahinter die Frage geschossen, wie sowas gelingt. Also ist das geplant? Passiert das einfach? Ist das einfach die Person, die so eine Aura hat, dass sowas einfach dann entsteht? Oder ist das auch teilweise, ja, kalkuliert, so eine Figur in den Vordergrund zu stellen? Also ich glaube, dass das Phänomen Elon Musk von Elon Musk halt ist. Das heißt, was nicht bedeuten soll, dass das seine Verdienste schmälert, das auch umzusetzen. Aber er passt sehr darauf auf, dass die Firma und die Vision von ihm formuliert wird und dass auch die Radikalstatements von ihm kommen. Ich glaube, er hat auch sehr gut verstanden, dass Polarisierung extrem hilft,
um auch kostenfrei Werbung zu machen für die eigene Marke, die eigene Firma, die eigene persönliche Brand und auch um Mitarbeiter zu bekommen. Und er will ja auch nur die, die wirklich Bock haben, richtig anzugreifen. Das heißt, das macht für ihn ja auch Sinn, dann diese Maximalpositionen auch zu beziehen in der Außendarstellung. Insofern ist das sicherlich mit Kalkül. Kann man das ganz am Reißbrett planen? Ich glaube nicht. Ich glaube, da brauchst du auch Momentum für. Und ich denke, das Momentum bei ihm war ja spätestens nach PayPal. Und das hat er auch geschickt gemacht, weil er war ja kein PayPal-Gründer, wie viele glauben. Er war weder der PayPal-Gründer noch einer der PayPal-Gründer, sondern sein Unternehmen ist von PayPal gekauft worden. Das war also ein Konkurrent von PayPal. Und dadurch ist er Shareholder geworden und sie haben ihn dann sogar aus dem Management rausgenommen. Eine Weile, aber er hat da halt sehr viel verdient. Ne? So, das heißt, er hat schon, also muss man überhaupt nicht drüber debattieren, er hat extreme krasse Sachen aufgestellt, SpaceX gehört ja dazu, andere auch, und Tesla insbesondere, wo er übrigens auch kein Gründer war, sondern wo er später reinkam, was bei mir aber eben auch so ist. Ne? Also es gibt auch Leute, die eben Ideen erkennen, aber vielleicht Idee und dann groß machen. Aber um zurückzukommen zu ihm, ich glaube schon, das hatte sehr viel Kalkül und er hat auch systematisch an dieser PR-Story gearbeitet. Das ist sehr gut für ein Unternehmen in der Frühphase. Ich glaube, es wird immer dann schwierig, wenn Micromanagement und auch Polarisierung irgendwann sich abnutzen, weil du halt einen Konzern hast, der zu groß ist und wo du auch Verantwortung abgeben musst. Ne? Also du musst irgendwann Verantwortung abgeben, damit zum Beispiel ein Team mit ein paar hundert Leuten in einer anderen Zeitzone auch funktionieren kann. Ja, ich glaube, der Nachteil, den Elon jetzt sich selbst gebaut hat, ist im Unternehmen bei Tesla meiner Zeit immer gesagt, er hat Elon said. Ja, also dieses Elon said war so ein bisschen wie Jesus hat aber gesagt und deswegen können wir jetzt nicht entscheiden, was wir alle richtig finden, sondern weil Jesus doch im Neuen Testament auf Seite 14 irgendwas erzählt hat, machen wir jetzt nicht mehr das, was Common Sense ist, sondern wir orientieren uns immer daran, was Elon gesagt hat. Und das hat man schon gemerkt, dass er eben auch von vielen Mitarbeitern derart überzogen wahrgenommen worden ist, dass die Leute angefangen haben, den Kopf auszuschalten und nicht mehr Operationen zu übernehmen, sondern dumpf umgesetzt haben oder sich sogar Streitgespräche da geliefert haben mit anderen Mitarbeitern. Und anstatt selber das zu tun, das sagte ja Steve Jobs so treffend, dass er sagt, man holt sich ja smarte Leute ins Unternehmen, damit sie den Job machen und nicht, damit man ihn immer noch selber macht. Und das kommt dann zu kurz. Also es hat sehr viele Vorteile, es hat aber auch Nachteile und die könnte man aus meiner Sicht besser mitigieren, als er das tut. Auf der anderen Seite hat sich vielleicht auch viel verändert. Ich bin ja jetzt auch schon ein paar Jahre wieder raus. Ja, cool. Super spannend. Nochmal vielen Dank für die ganze Transparenz und Offenheit rund um dieses Thema. Dass wir an der Stelle abschließen wollen und ich dich mal gerne zum ganz anderen Thema fragen wollen würde und zwar zu der Tatsache, ob du eher so der Befürworter zu Lean Startup bist oder eher derjenige bist, der sagt, ja, wenn man wachsen will, muss auch ein bisschen Geld im Fluss sein. Man darf auch ruhig gerne, um was aufzubauen, gut Geld ausgeben. Was ist da für dich so deine Grundeinstellung dazu? Alles so lean wie möglich zu machen oder gerne auch mal ein bisschen mehr ausgeben? Ich glaube, also erstmal die Empfehlung ist, wenn man es lean machen kann, sollte man es unbedingt lean machen. Das heißt, wenn man in der Lage ist, schnell profitabel zu werden, weil man zum Beispiel ein reines Softwaregeschäft hat. Ich habe ein Freund von mir aus dem Abiturjahrgang, der hat die Kartenmacherei hier mit seinem Bruder in Hamburg gemacht. Die haben gebootstrapped und die machen jetzt 30, 40 Millionen Euro Umsatz mit Online-Vertrieb von Grußkarten, sind hoch profitabel, haben keinen Investor drin, können machen, was sie wollen. Wenn man das kann, sollte man das aus meiner Sicht auf jeden Fall tun. Wenn man es nicht kann, also wenn es der Markt nicht zulässt, man oder warum auch immer, weil man zum Beispiel Hardware-Produkte produziert und man braucht einfach unglaublich viel Working Capital schon, um zum Beispiel den Zukauf von Komponenten abzudecken, die Lieferkette, das Warenlager und so weiter. Wenn man es nicht kann, dann sollte man das auch reflektieren im Business Case. Ja, oder weil man einen Wettbewerb hat, der sehr gut finanziert ist und der gegen die Wand drückt, dann sollte man das definitiv entsprechend auch so annehmen und dann auch krass wachsen und auch mit gleicher Münze gegenhalten. Also bei Sonnen war das so, da haben wir knapp 190 Millionen Euro auch eingesammelt, weil es anders nicht gegangen wäre. Also deswegen würde ich sagen, nicht der Befürworter von Lean oder Befürworter von Heavy Growth mit super viel Finanzeinsatz, sondern dein Business Model wird dir vorgeben, was du tun musst. Was dir nicht hilft, ist,
in einem Cash-Heavy-Business mit Wettbewerbern, die Geld haben, in Schönheit zu sterben und vor dich hin zu bootstrappen, bis du tot bist. Auf der anderen Seite bringt es dir aber auch nichts in einem Geschäftsmodell, wo deine Wettbewerber und der Markt relativ profitabel sind und du jetzt aus Prinzip machen, sagen ja, sondern am Ende musst du selber erkennen, was das Geschäft braucht. Ja, und das ist die entscheidende Frage. Ich bin deswegen, glaube ich, ist die entscheidende Frage nicht, was man lieber mag, sondern what's right for the business. Ne? Das ist die Frage, was braucht das Geschäft, eine Strategie? Und es ist natürlich immer schöner, wenn man selbstbestimmt bleiben kann, aber das ist ja nur eine subjektive Wahrnehmung. Ja, voll. Ich glaube auch, dass es da keine Pauschalantwort drauf gibt, aber die Herleitung, wie man wann wie reagieren sollte, das ist echt super gewesen. Ich habe mir auch einiges selbst mitgeschrieben. Philipp, sag mir gerne mal so ein Geheimnis über dich, was du auch gerne mit uns teilen möchtest, was sonst so öffentlich keiner richtig über dich weiß. Irgendeine Schwäche vielleicht oder irgendwas, was sonst der Öffentlichkeit noch verwehrt geblieben ist. Ja, ich glaube, ich habe irgendwann immer ein Motivationsthema, so nach 3 Jahren, wenn es wirklich in die Optimierung von Feinsprozessen geht, da habe ich oft keinen Bock drauf. Das heißt, dass eine Schwäche von mir schon die ist, die ich aber versuche als Stärke zu leben, dass ich sehr, sehr gut bin, Dinge aufzubauen, schnell zu fokussieren, auch die Story aufzubauen und coole Leute an Land zu ziehen und wirklich die ersten Ergebnisse auch zu produzieren und schnell umzusetzen. Das bin ich sehr, das macht mir Spaß, danach bin ich süchtig. Das kann man auch so sagen. Was eine Schwäche ist, das weiß ich aber mittlerweile auch von mir, ist, wenn ich dann an der Schwelle bin, wo die Kostenstellenplanung und Prozessoptimierung und eigentlich nur noch Mitarbeitergespräche von morgens bis abends und überhaupt gar keine Exposure mehr zum echten Geschäft, also irgendwo ein bisschen mal in die Entwicklung gucken oder sich mit darum zu kümmern, wie jetzt das Produktentwicklungsthema weitergeht, dann verlässt mich manchmal die Motivation, die mich ausmacht und die mir auch die Energie gibt, 80, 90 Stunden jetzt seit 10 Jahren eigentlich so durchzuarbeiten. Und das würde ich sagen, ist meine größte Schwäche. Die muss man kennen und dann muss man mit der umgehen. Und das heißt aus meiner Sicht, wenn ein Business matured, habe ich da nichts mehr verloren. Ach krass, okay, das heißt, du weißt genau, wo der Zeitpunkt dann für dich gekommen ist, vielleicht auch jemand anderen in die operative Geschäftsführung zu setzen Genau. oder okay. Oder sagen wir mal so, ich bin reflektierter darüber, dass diese Execution-Stärke, die ich habe am Anfang, natürlich auch einen anderen Winkel hat. Das heißt, jede Stärke hat immer irgendwo auch eine Schwäche und umgekehrt. Und ich weiß sicherlich immer noch nicht genau, wann dieser Punkt erreicht ist, aber ich weiß, bin reflektierter nach jetzt 12 Jahren im Business und irgendwie 4 waren für mich ja alle Startups, Unternehmen, mit denen ich gearbeitet habe, merke ich schon, dass ab einer bestimmten Detailtiefe und ab einer bestimmten Schwelle, wenn es um Optimieren und Verbesserungen geht und nicht mehr um wirklich die Creation, dass ich da nicht mehr ganz so gut bin, auch weil ich mich nicht motivieren kann. Wann genau das ist, ich glaube, ich bin besser geworden darin zu verstehen, dass es passiert, aber ich glaube, ich kann immer noch besser werden darin, zu gucken, wo ziehe ich mich aus der Verantwortung, weil ich keinen Bock habe, und wo ist wirklich der Zeitpunkt, wo ich auch Platz machen sollte. Ne? Aber da muss man, glaube ich, sich selbst gegenüber kritisch und hart bleiben und das weiter beobachten. Das werde ich aber tun. Sau cool. Hey, Philipp, wenn ich das so salopp sagen darf, ich feiere dich für deine knallharte Ehrlichkeit auch zu dir selbst. Hast du so drei Charaktereigenschaften, die du jetzt zum Ende nochmal mit uns teilen möchtest? So die drei Dinge, die du sagst, die muss jeder Gründer mitbringen, sonst wird es echt schwer? Ich glaube, es ist nur eine. Und das heißt, man muss durchhalten können. Und durchhalten hat dann ganz viele Untercharakterpunkte. Ne? Du hältst durch, weil du dich selbst motivierst. Du hältst besser durch, weil du andere motivierst. Aber es ist immer wieder, es kommt immer wieder, Persistence is everything. Ja? Ich kenne sehr viele introvertierte Gründer, die vielleicht auch teilweise autistisch sind. Elon im Übrigen auch. Aber du musst eins machen, du musst durchhalten. Du musst einfach dranbleiben und weiter ballern und einfach weitermachen. Und dann kannst du es schaffen. Der Rest, also diese ganze Selbstdarstellung, die ja auch sehr gehypt wird, medial von Unternehmern, die ist aus meiner Sicht sekundär. Sicherlich schön, wenn man das auch kann. Aber ansonsten würde ich sagen, jeder Führungskraft hat Stärken und Schwächen und man muss einfach wissen, wie man sein Team dann ergänzt.
Aber wenn du die Persistence nicht hast, wenn du nicht wirklich diese Verbissenheit hast, auch wirklich das Scheiße zu fressen, mal ein Jahr lang oder auch 2 Jahre oder auch 3 Jahre. Also ein guter Freund von mir, der auch Sonnen gegründet hat, der ist da knapp 10 Jahre durch die Sonnenexperience gegangen. Ich bin ja zwischendurch auch nochmal zu Tesla und habe nochmal andere Dinge gemacht, aber der hat wirklich über Jahre durchgehalten und die haben jetzt einen mordsgeilen Exit gemacht, also wir alle zusammen zu Shell. Und das kommt von dem Durchhaltevermögen. Also man muss Scheiße fressen können und man muss stehen bleiben. Wer dann wegläuft, der wird es definitiv nicht schaffen, weil jeder Gründer, der Richtung Exit irgendwann möchte oder auch das Unternehmen einfach nur groß machen will, der wird diese Lows haben und da musst du durchhalten. Also Durchhaltevermögen ist alles. Ich glaube, genau darauf können wir den Sack zumachen. Ich glaube, ein besseres Schlusswort kann es nicht geben. Durchhalten, Durchhaltevermögen ist alles. Philipp, auch wenn die Verbindung ab und zu ein bisschen holprig war, war das, ich gebe das hier offen und ehrlich zu, einer meiner Lieblingspodcasts. Ich hoffe, wir zwei sehen uns irgendwie nochmal live und in Farbe. Gerne auch bei euch. Ihr habt ja ein cooles Podcast-Studio, hab ich mir sagen lassen. Gerne auch bei euch in So ist es. Hamburg, bei euch in Hamburg und dann auch ohne Verbindungsprobleme und dann würde ich gerne, gerne, gerne nochmal mit dir quatschen und irgendwie so einen zweiten Teil machen, weil ich glaube, da gibt es noch so viel, was unsere Community von dir lernen kann und ja, mich würde es freuen, wenn wir dich hier nochmal in der Show haben können. Mich auch. Vielen Dank für eure Zeit. Cool, Philipp, mach's gut, danke dir für alles. Ciao, ciao. Hau rein. Tschüssi. Thank you for spending your time with us. Always remember, don't talk about your goals anymore. Make them reality. It doesn't matter what happened yesterday. What's important is what happens now. So go out and make your dreams come true.